So, heute mal ein etwas anderer Test für euch. Ich habe hier ein Gehäuse von Fractal Design aus Schweden. Also die Schweden können nicht nur Möbel oder Köttbullar, sondern auch Gehäuse. Also ich habe es mir im Internet schon angeschaut, das sieht sehr nett aus. Also ich baue mir gerade einen Multimedia-PC zusammen. Und dafür habe ich mir dieses Gehäuse ausgesucht, was ich euch jetzt ja immer in einem kleinen Unboxing zeigen möchte. Das Ganze gibt es in verschiedenen Farbvarianten, komplett schwarz, weiß oder in Silber bzw. Alu-Optik. Gut verpackt das Ganze. Und noch zusätzlich hier mit einem Überzug. Haben wir schon einmal das Gehäuse insgesamt in schwarz und hier vorne haben wir einmal die silberne Variante mit dem silbernen Frontpanel. Also wenn man sich anschaut, ich finde, es ist echt sehr, sehr stylisch geworden. Es ist hier vorne glatt geschliffen und wenn man es hier aufmacht, sieht man hier schon, es ist halt geräuschgedämmt. Also hier sind überall Lärmplatten. Hier hinter haben wir einmal zwei Lüfter. Ein 140er ist hier verbaut. Staubschutzmatten. Ja, ganz nett das Ganze. Zwei Einschübe für Laufwerke. Wir haben eine Lüftersteuerung, 5 Volt, 7 Volt, 12 Volt. Damit könnt ihr die Lüfter auch leise stellen. Also hier oben haben wir die Anschlüsse, Mikrofon, Kopfhörer, Reset, Powerbutton, sehr nice Finish. USB 3.0 2 Stück, USB 2.0 2 Stück und hier vorne noch eine Aktivitäts-LED. Hier oben haben wir noch zwei Lüfter jeweils auch möglich zu montieren, 140 oder 120 mm. Jetzt sind davor halt auch Dämmmatten. Genauso wie hier an der Seite kann auch ein Lüfter verbaut werden. Ist aktuell auch eine Dämmmatte vor. Damit das Gehäuse halt schön leise bleibt. Hier sehen wir es einmal, hier haben wir eine Dämmmatte und hier ist wie gesagt der Dämmstoff aufgeklebt, wo alternativ ein Lüfter montiert werden kann. Gehäuse auf den ersten Blick sehr aufgeräumt. Wir haben hier einzelne Käfige, auch mit Gummibumpern, sodass die Festplatten entkoppelt sind bezüglich der Lautstärke. Den ganzen Käfig kann man hier eigentlich rausnehmen. Dazu brauche ich gleich bloß einen Schraubendreher. Den hole ich jetzt gleich mal eben, damit ich euch den Rest zeigen kann. Hier Zubehör, die Schrauben, Abstandhalter, Kabelbinder, was man so zum Kabelmanagement und zur Montage
noch benötigt. Hier hinten auch ein 140er Lüfter verbaut. So, Schraubendreher parat. Dann kann ich das Ganze hier mal kurz rausschrauben und euch zeigen. Denn das ist hier noch eine Besonderheit des Käfigs. Wir können ihn einmal komplett entfernen. So haben wir von dem Lüfter hier kompletten Airflow durch, beziehungsweise können halt eine längere Grafikkarte einbauen. Oder damit der Airflow durch die Festplatten hier besser gegeben ist, können wir das ganze Ding auch so einbauen und wieder festschrauben. So hat man einen besseren Airflow halt hier durch, wenn da ein Lüfter drin ist. Oben haben wir auch nochmal das Dämmmaterial angebracht. Alternativ kann man hier natürlich die Lüfter befestigen. Und hier oben sehen wir auch schon Kabeldurchführung, 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 Kabeldurchführung. Vom Kabelmanagement wird es, denke ich, ganz gut sein. Das werde ich gleich ausprobieren, wie gut es geht. Anschlüsse haben wir hier, wie wir sehen, HD Audio, USB 3.0, USB 2, Reset, Power, Kabel hier für die Lüfter das Ganze. Auch cooles Kabel hier oben, muss man sagen. Schön ummantelt. Optimal. Hier unten auch noch für das Netzteil die Aufnahme von, beziehungsweise so Gummipuffer, damit das Netzteil halt nicht komplett auffliegt. Hier unten haben wir auch Staubfilter, die man... Ah, ist gerade festgeschraubt oder nicht? Ne, da ist er. Ja, sehr schick. Ich werde jetzt mal die Sachen einbauen und euch dann zeigen.